schon wieder allerhöchste Eisenbahn, Haare zu schneiden. Das ist gottlos. Mein Bart, Digga, ich habe gestern rasiert. Ich hasse das. Das sieht von Weitem aus wie Dreck, mein Bart. So, ist fertig. So, wir begeben uns jetzt raus. 13.40 Uhr. Langer Schlaf von Roat. Ich war früh wach. Hä? Ist so. Ich war um 8 ja, Uhr. Ja, aber dann bist du duschen gegangen. Ja, nachdem ich Haare geschnitten habe. Egal. Also heute ist ein chilliger Tag, heute ist Donnerstag. Morgen wird komplett wild. Also die freuen sich schon die ganze Zeit aufs Wochenende, weil sie schon letztes Wochenende im Club waren oder so, keine Ahnung. Und es soll richtig abgehen. Bin ich mal gespannt. Wir gehen jetzt frühstücken. Da wollen wir zum Rodeo Drive, weil ich vielleicht meine Tasche umtauschen kann, weil das hier kaputt ist. Vielleicht krieg ich eine neue. Und wieder zu den Läden, wo wir gestern waren, wollen wir mal in Ruhe schauen. Ich will auch. Ich will auch. Willi wollte eine Tasche haben von Supreme. Die hole ich ihm. Vielleicht noch Eli, weil sonst schreiben alle F an Eli. Und wir müssen unser Hotel jetzt verlängern. Dann haben wir überfahren. Das, nee, das ist egal. Mal mit seiner Hand. Oh, traust du dich nicht mehr Roller zu fahren? Oh, deswegen bin ich auch gestern. Kleines Baby. Ich fand niemals was Schlechtes gegen Roller. Also, sobald, bis ich endlich Roller gefunden habe. Ich merke jetzt schon, Wetter. Bewölkt. Bewölkt, aber es ist so perfektes Klima. Das ist so mein Lieblingswetter für Fußball übrigens. So 20 Grad sind es gerade, bewölkt, Sonne klatscht dich auf deinen scheiß Nacken und du kannst mit Pulli und langen kurze Hose rausgehen. Das ist es nämlich. Sieht immer so cool aus irgendwie, überall. Wir wurden uns rausgelassen. Ich weiß nicht, wo wir sind, Rod. Sieht jemand hier Backyard Bowl? Nein, 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 nein. Alles so grün und fruchtig hier. Laden ab, absolute Empfehlung. Backyard Bowls. Es gibt wieder eine Berry Bowl, wie immer. Auch immer so coole Getränke. Hellfate. Ich habe aber gerade erst Zähne geputzt. Pomegranate. Granatapfel. Ist bestimmt ein bisschen sauer, oder? Ja? Ja, ja, finde ich auch. Ich habe Ginger Lemon. Ingwer, Zitrone, cool. Ich habe gerade erfahren, VitaVeit 0 Gramm Zucker und 1 Kalorien. Was das für ein cooles Zeug, Alter. Sag doch. Es hat Kohlensäure und ich schmecke einfach wie Zelta mit richtig viel Ingwer aufgebrüht und ein bisschen Zitrone drin. Aber das ist gesund, Leute. Das ist gesund. Boah, und gesund. Hat aber auch nur 5 Dollar gekostet. Man zahlt für Qualität. Und das ist es wieder, Roat. So, wir haben aufgegessen. Kleine Planänderung. Wir fahren jetzt hoch zu dem anderen. Und dann fahren wir zu Mike nach Hause. Also den Mike kennt ihr bestimmt. Der von Logan Paul. Der Ex von, ja, wisst schon. Und sind wir mal gespannt, was das für ein schönes Ding ist. Da wohnt anscheinend immer so eine WG. Gerade wundert uns. Gerade wohnen nur 4 Leute und ja, also unser Uber kommt jetzt und wir fahren jetzt schnell hoch. Digga, Palm, strahlen auch so eine Pulte. Germany. What language are you speaking? German. German. Macht Sinn, oder? Du sprichst Deutsch? Ja. Yeah. Where are you from? I'm from Los Angeles. Yeah, but originally? Armenian. Armenia. Armenian from Iran. Henrik Mkhitaryan. Huh? You know Henrik Mkhitaryan? Yeah. Football. Henrik, yeah, Mkhitaryan, soccer, soccer. Of course I know. Si, si. Pascali. Dann ist Pep am Kacken. Hi, Pepe. Moin, Meister. Ich bin absolut besoffen, Mann. Was? Oh, nö. Yeah. Oh, nö. Yeah. Oh, nö. Komm, nimm noch einen Schluck. Der Ginger Lemon. Hi, Mel. Alex, das nackt. Wenn du jetzt schnell reingehst, hast du Glück. Mach ich lieber schnell. Hast du Angst? Oh, sind hier voll. Guten Morgen. Hallo? 13 Uhr fahren wir los, haben wir gesagt. Es ist 20 Uhr schon. Es ist dunkel. Ron, bist du wirklich besoffen? Ja, Mann. Weißt du, ich meine, die fahren. Aber wie gesagt, Wetter ist heute so lala. Ist halt der Unterschied. Guck mal, in den Bergen, hier ist so alles richtig luxuriös und so. Aber da unten, Downtown und Compton, wurde uns gesagt, sollen wir nicht so hingehen. Also Compton gehe ich sowieso nicht hin. Und in Downtown waren wir ja gestern. Aber da sind so Ecken halt, wo sehr viel Kriminalität ist und so. Und deswegen halten wir uns dort fern. Aber das ist die Schattenseite von L.A. Sydney? Ja. Yep. Wir gehen jetzt in den Puff. Ja. Hey, Sydney, ich sag dir mal eine Sache. Ja. Sache? Das ist aus wie ein Clown. Ich mach jetzt Morning Routine, okay? Matt fährt jetzt ohne uns. Ja, nice. Guck mal jetzt, kennst du Listerine Total? Yes, si, Papi. Oh, Mann. Jetzt von Haupt.
Ja, danke. Starte mal Schluck und setz runter. Alexa! Alexa, mach das Licht aus! Alexa! Alexa, spiel Musik! Wir fahren ohne dich! Alexa! Ich denke auch immer an die Alexa. Ja. Alexa, mach das Licht aus! Du bist echt lustig, mein Kleiner. Basketball-Court. Weißt du, hier haben Speed und Aim. Wirklich? Ja, for real. Lol. Also, ihr habt doch Aiden vorgewohnt. Justin Biebers alte Wohnung. Alte Villa. Ja. Zeig's uns. Das war nichts, oder? Das war gar nichts. Das war gar nicht mein Lipser. Jetzt bin ich mal gespannt. Mike hat heute Geburtstag, by the way. Lol, da ist ein fetter NFT. It's the German. Just so you know, this is the American version of you, not Steve will do it. This one's you. Bro, this dude's a psychopath, bro. Let's party. You have beer? No, I don't drink beer. I drink tequila. Yeah, tequila. You have tequila? I'm not drinking right now, but yeah, we have tequila, I think. Do we have tequila? I don't think we have any. Yeah, I think we have some left over, yeah. You come to my crib, I got tequila. Hey, okay, it's right there. Yes, sir. Why, you slammed the whole bottle? No, Banks is also here. Wie? Ja, er wohnt hier auch. Wer wohnt da? Summer Ray. Kenn ich. Wo wohnst du? Da? Wo wohnst du, David? Ich wohne da oben in dem kleinen Haus. Der da? Nee, ich bin da oben. Rechts, das ist ein kleines Haus in der Ecke. Das ist riesengroß. Wir haben alle riesengroßes Zimmer. Hey, ist ein Büchsensee. Das ist ein Gym. I'm the only one using that shit. Fuck you, Mike. It's only me in here. Oh my God. Hilfe. Das ist doch die Face-Villa, oder bin ich blöd? Junge, wie cool. Broly, say hi, Broly. Ja, wie schön. Broly, so ein Feini. Heißt er Broly? Broly, ja. Von Dragon Ball? Yep. Lol. Ich hab ihn adoptiert von Logan. Logan hat ihn adoptiert. Achso, stimmt. Broly. Broly, komm hier. Broly, get out of here. You would definitely drink. Mach keinen Scheiß, Broly, Mann. Komm, Broly. Bring den zurück? Das ist jetzt die Frage. Normalerweise, ja. Er kommt. Fußballspieler. Er kommt. Ich bin auch Fußballspieler. Ach, war. Was suchst du? Ich suche nach dem tieferen Sinn. David. Hat hier drin Aiden gewohnt oder war das nur zum Spaß? Aiden war oben im Zimmer. Mike ist links. Ihr habt ja voll wenige Zimmer. Dann nehmen wir Aiden, er hat zwei. No. Banks ist in der Ecke. Ich habe mein eigenes Haus da oben. So, der Beste. Und Bro, so viele Zimmer. Wie viele Zimmer hat das Ding hier? Ich weiß nicht genau, wie viele Zimmer. Es hat 16 Badezimmer. 16 Badezimmer? Yes, 16 Badezimmer. Also dann müssen das ja... Eins. Und jedes dieser Zimmer ist wie ein Apartment. Also es ist wie ein One-Bedroom. Da ist ein riesengroßes Zimmer, da ist noch ein kleines Wohnzimmer, ein riesengroßes Badezimmer. Banks gehört die ganze Ecke. Hier so die ganze Ecke. Und sie erzählen gerade, dass hier die ein oder andere Party schon stattgefunden hat. Das war das ehemalige Face-Haus. Die Video von Face-Way gesehen? Ja, das war vor... Dann war das das Haus hier? Genau, genau. Okay, da ist auch noch die Face-Plugge. Broly, yo! Lord. It's about to be in all the big stores and shit. Is it a Face thing? Yeah, I work with Face. I do all the collaborations, I also manage Banks. Ah, okay, nice. Do a lot of different shit. Nice. But this shit fucks people up. Rolling. Komm, Oscar. Ich bin verliebt in den Hund. Ich klau den Hund. Sehen. Nico, zeig's mir. Ja, nee! Nein. Eine Aiden-Puppe. So, wir gehen jetzt zu In-N-Out Burger. Ich fühle mich wie im Film, wie die den immer filmen, Digga. Das ist das Beste. Das ist so cool. Entspannt. Chillig. Yeah. Sorry, did somebody order the salad for Ron? Oh, guys. Yeah, you got what do you see here?
Ist es vegan? I show you. Ich hab diesmal den Double-Double. Doppeltes Fleisch, doppelter Käse. Und ich lieb's. Ich lieb's, verdammt nochmal. Er ist ein sehr, sehr großer Fan. Er sagt, er ist großer Fan, er hat alle Filme geschaut. I hit the boy up and then I go skating a Rari. Baby, welcome to the party. Pick some of the duck, get me lit. Yeah! Mann! Ich hab nicht drauf. Aber davor hat jemand eine Seite gemacht, aber ich hab's nicht gefilmt. Ach du meine Güte, Ron, wo geht's jetzt hin? Meine Güte, wir gehen jetzt in die Bar. Dann? Und dann in die Melrose Avenue. Melrose Avenue. Komm, bei Abend, bei Nacht, es ist jetzt 17 Uhr, sind ganz andere. Riechst du das, Mann? Mann, hör auf jetzt damit. Sind ganz anderer Flow und ganz Lichter und die Lights und die Friends. Es ist all neon und die Kuhn sind leer für ihr. I'm very grateful to be here. Thank you, Mother. Oh, man. Whole squad out here, whole squad out here, we're searching for a bar, you know what I'm saying? And doing a lot of drinking shit, you know what I'm saying? And sending the tornadoes. Welcome to Rosario. Wrestling. Dwayne The Rock Johnson. Yeah. Cool. That's pink. Ah, oh, jetzt kommen Leute, die man kennt. Jackie Chan, links. Aha! Oh! Was du den ganzen Tag wolltest. Ich hab mehr als das. Hey Ron, deine Bestellung ist da. Meine allergutsten. Ja, und noch. Das ist es. Grüßen. Wir haben uns gerade umgezogen und warten. Just enjoy every day. Warten auf die Honestly, Lessons abholen. Doing what I like to do. Yeah, I like pretty much enjoy myself every day. Der Jeffries von Okay, so if you don't mind me asking. Mit ganz wilden Typen. Stell das mal vor, im nächsten Leben, wenn es das gibt, seid ihr ein Hamster. Und ihr seid dann ein Hamster, seid in einer Tierhandlung und Menschen kaufen dich und du willst den Leuten dann sagen, dass du ein Mensch bist und du weißt, was 2 plus 2 ist und so, aber du kannst nur. Ich weiß nicht, was Hamster für Geräusche machen. Aber du kannst dich mit den Menschen reden und denen erzählen, dass du mal ein Mensch warst und so. Und dann, das denke ich mir manchmal bei meinen Katzen, dass die mir irgendwas sagen wollen, aber dann kommt einfach nur. Aber die können es uns nicht erzählen, dass die wissen, was Kolumbus damals gemacht hat, dass er Amerika entdeckt hat. Die können es uns nicht erzählen, wenn die Miauen machen. Jo, Miauen machen. Tiefgründige Gedanken. Auf jeden Fall warten wir gerade, dass wir abgeholt werden, weil ich mir eine lange Hose anziehen musste. Habe ich jetzt natürlich auch gemacht. Bin perfekt vorbereitet. Und dann gehen wir in ein Abendlokal. Wow, hä? Wir waren in der alten Villa von Justin Bieber. Warte mal, wie cool war es da? Digga, ich glaube, da ist so viel Scheiße passiert schon. Was ich da machen würde, wenn ich da mit meinen Kumpels leben würde. Hilfe, war das krass dort. Und die Zimmer und so haben wir jetzt nicht gesehen, weil wir dann zu In- und Out-Bar gegangen sind. Aber war es ein Haus. Also es war das alte Haus von Justin Bieber. Es war das alte Face-Haus. Und jetzt ist es halt so eine WG gewesen, wo Aiden Ross drin gewohnt hat. Ich glaube, Logan Paul war da auch drin. Jetzt sind dann auch Mike, ein paar von Face Banks. Ich weiß nicht, wer noch alles. Die wohnen da jetzt alle drin. Und morgen war der Plan, dass wir in die Universal Studios gehen und abends feiern, endlich. Heute ist schon ein bisschen aufwärmen, feiernmäßig, ihr merkt es mir bestimmt an. Aber morgen hau ich richtig auf die Kacke. Oh, und in L.A. ist immer so, Digga, du bist im Club und dann sind da, ich war zweimal im Club, ich habe einmal Lonzo Ball und Ty Dolla Sign getroffen und beim zweiten Mal habe ich Kylie Jenner getroffen. Und die haben letzte Woche Logan Paul getroffen und davor Gunna gesehen und so. Also ich bin gespannt, wer morgen sich rumtreibt im Hyde. Robert, ich erzähl gerade seit 4 Minuten. Glaubst du, es wird alles reingeschnitten? Und wir sind wieder da. Baby, let me know. So, Sam's Hofbrau. Ja, Mann. Was wird denn das jetzt, Ron? Wir gehen jetzt in den Stripclub. Nein, wir gehen zu Sam. Entspannte Runde Billard jetzt. Weiter geht's. Wohin gehen wir, Ronaldo? Wir gehen upstairs. To the rooftop. To the rooftop. That's my friend. Oh, what's your name? Moose. Moose. That's Moose. We make a big party today. Thank you, my friend. Thank you.
auf irgendeiner Rooftop-Party gelandet. Ich habe keine Ahnung wie, aber es ist cool. Außer die Musik. Musik bodenlos. Also ich und Rohr sind echt enttäuscht. Es ist 2.05 Uhr und ich habe so Bock zu fressen. Ich brauche einen XXXXXXL Burger vom Fat Burger. XXXXXL. Yo, Mann, verdammt. Fat Burger. Oh, wichst du sie? Die schaffst du selber nicht mal. Verdammt, Mann. Lass mich in Ruhe, du Wichser. Es ist 2 Uhr, Partys sind vorbei, ne? Ey, das ist Quatsch mit Soße. Irgendwie sehen alle aus, als ob die irgendwelche schlechten Schauspieler sind aus irgendeiner schlechten TV-Serie. Aber wir gehen einfach mal hinterher. Eigentlich ist es ein Grund, für mich und Robert nach Hause zu gehen, ins Bettchen. Aber ich mag sie. Ich mag dich. Hey, you mag it? Yes. No alcohol, please. Always booked out fully. Always booked. Amazing. Where you from? Vegas. From Vegas. She living the crazy life. Look at that. Say half a vlog. Yo, Mann! So ey, die hat ein cooles Gesicht gehabt, die hat eine coole Nase und einen coolen Schwarz an der Seite, deswegen habe ich mich bedeckt. Yo, verdammt, Mann! Wir gehen jetzt alle runter von diesem Rooftop, weil es zugemacht hat. Und oh mein Gott, was geht denn hier ab? L.A. No shit is booming, you know what I'm saying? Hi, Ren. Ron, ja. Wo sind unsere Männer? Hier. Das ist meine Frau. Wo? Yeah. We're fully booked out. Klar, ich gesell mich jetzt irgendwo dazu. Mädels, was geht ab? Und sonst so? Was geht ab, Mädels? Ja! Das sind meine Freunde. Hier, das ist meine Freundin. Eine meiner Freundinnen. Die kommt aus Vegas und ihre Freundin hat Geburtstag und sie ist auf den Boden gefallen und ich habe ihr geholfen. Weil ich ein Gentleman bin. Ich versuche heute mal ein bisschen mehr vom Party zu filmen. Aber morgen wird es einfach. Also heute ist Aufwärmen. Morgen wird es Vogelwild. Ich gehe jetzt mal dazu. Yobi! Are you fine? Hoppala. Ich hab. Ja. Nice, Ron. Ich steig ein. Gott, ich fühle mich verunwohl. Warum? Ich mag das nicht, wenn alle irgendwelche nehmen. Ich auch nicht. Also, was nach Hause. Berlin, Alter. Ist bodenlos. Schön nach Hause. Hier ist das ganz normal irgendwie. Übertrieben. Guck mal, die Leute haben das, die Gänge. Ja, Angst vor jedem Einzelnen, der drin ist. Auch vor Mädchen. Ja, auch die Mädchen sind sogar die Plugs. Ganz, 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 ganz komisch. Guckt ihr euch an. So gut. Sorry. Hallo. Wir sind alle bekifft als Schnauze. So, es hat Hunger. Hunger, Mann. Ich hab aber auch Hunger. Das letzte, was ich gegessen habe, war dieser scheiß Burger, Mann. Dieser scheiß Double Burger, Mann. Der ist lecker. Der ist auch lecker, Mann. Aber scheiße, Mann, weil der so klein war, verdammt, Mann. In den Outburger ist lecker. Dann kommt unser Uber. Es ist 2.50 Uhr mittlerweile. Wir sind gerade erst nach Hause gekommen, aber ich verpiss mich direkt. Gefällt mir gar nicht. Alle schlafen auch von uns. Back in the hotel. Jeden Morgen, wenn es wieder heißt. Du willst mich mitnehmen? Komm vorbei, wenn du mich brauchst. Ich bin jetzt 18. Nein, ich weiß nur nicht aus. Ich bin dein Wingman. Check mit Karten auf und was willst du mitdrehen? Mit dem Wiggen kann ich mir einen Baum. Oh mein Gott. Yeah.